Ja, hallo und grüß euch. Heute mache ich mich einmal auf die Suche nach dem Frühling. Und zwar genau genommen auf Frühlingsblumensuche. Und die werden wir heute fotografieren. Und wo kann man besser Frühlingsblumen finden als in Salzburg? Und da speziell natürlich am Marktplatz, wo jetzt gerade die Magnolienblüte voll eingesetzt hat. Hinter mir sieht man auch so einen Magnolienbaum. Die Blüten machen gerade so richtig auf. Herrlich. Da werden wir jetzt einmal erst Station machen, um Blüten zu fotografieren. Heute ist auch gerade recht schön, dass wir einen blauen Himmel haben, weil diese rosanen, pinken Blütenblätter sich gegen den blauen Himmel sehr schön abzeichnen. Beim Fotografieren von Blumen und von Blüten muss man natürlich schön nah rangehen. Das ist ja eigentlich schon eine Art der Makrofotografie. Dementsprechend ist auch eine Makrolinse gar nicht schlecht geeignet. Und man möchte natürlich auch die Blüte freistellen vom Hintergrund. Das heißt, man sucht irgendein Objektiv, wo man eine möglichst kleine Tiefenschärfe, einen kleinen Tiefenschärfenbereich bekommt. Also entweder man nimmt eine Makrotele oder halt ein sehr lichtstarkes Objektiv. Das ist übrigens jetzt ein Punkt, wo man ein lichtstarkes Objektiv verwenden kann. Ich habe schon mal an anderer Stelle gesagt, dass ich der Meinung bin, dass man eigentlich da nicht lichtstarkes Objektiv, sondern tiefenschärfe-schwaches Objektiv sagen sollte. Und genau das brauchen wir jetzt bei den Blumen, bei den Blüten, weil da wollen wir eben nur die Blüte möglichst frei haben, möglichst scharf haben. Und den Hintergrund, der soll komplett verschwimmen, der interessiert uns da jetzt gar nicht. Der Hintergrund dient nur dazu, die Blüte in schönem Kontrast darzustellen. Das heißt, ich suche mir entweder einen Blickwinkel auf die Blüte, wo der Hintergrund dieser blaue Himmel ist, den wir heute haben, der wirklich satt blaue, schöne Himmel, der wunderbar in Kontrast steht zu diesen lila, pink, rosanen Blüten. Oder ich nehme einen dunklen Hintergrund, da steht eine große Skulptur, eine dunkle, und die habe ich jetzt verwendet. Da habe ich jetzt verwendet als Hintergrund, um diese helle Blüte da schön von einem dunklen Hintergrund ins Licht setzen zu können. Wenn man Blumen fotografiert, darf man ruhig auch ein bisschen mit Unschärfe spielen. Meistens genügt ja ein kleinster Windhauch, so wie es jetzt auch ist, und die Blumen
Parking sofort. Das heißt, man hat da höchstwahrscheinlich auch ein bisschen Bewegungsunschärfe drinnen, wenn man nicht eine ganz schnelle Verschlusszeit hat. Aber das macht nichts. Es darf ruhig auch ein bisschen unscharf sein. Ein paar Blumenteile. Oder man kann ja auch zum Beispiel den Blumenstiel im unscharfen Vordergrund verstecken, dass nicht der Blumenstiel unten vom Bildrand wie abgeschnitten da ins Bild hineinragt. Das ist auch nicht besonders schön. Also die Unschärfe ist durchaus auch Teil dieses Spiels mit den Blüten. Und wenn der Wind zu stark ist und man gar kein scharfes Bild recht hinbekommen will, nur dann einfach komplett auf die Unschärfe gehen und ein bisschen experimentieren. Warum nicht ein abstraktes Bild machen, in dem nur die Farben der Blüten ein Bild formen. Als kleine Geheimwaffe beim Blumenfotografieren habe ich immer ein kleines Fläschchen mit, gefüllt mit Wasser, weil da kann man ein bisschen Morgentau hinzaubern. Thank you.
So, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Lust gemacht aufs Blumenfotografieren. Die Zeit ist jetzt perfekt dafür. Also würde ich sagen, schnappt euch die Kamera, irgendein Makroobjektiv und nichts wie Blumenfotografieren. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann gebt mir doch ein Like und schaut auch auf meinem Kanal herum, was ich sonst noch für Videos habe. Und am besten ihr abonniert meinen Kanal, dann seid ihr nämlich garantiert auch das nächste Mal dabei, wenn ich wieder auf Fototour bin. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Fotografieren und wir sehen uns ja dann hoffentlich das nächste Mal. Ciao und pfiat euch!